Sag mal, Holger, hast du da hier in deinem Buch etwa mein Foto von meinem Balkonkraftwerk hier genommen? Hier bin ich auf Seite 79, da sehe ich hier mein Balkonkraftwerk, das ist mein Balkon mit meinen Nachbarn. Was ist denn da los? Was ist der Anzeige geht raus, ne? Du meinst das ernst jetzt, ne? Genau. Das wird spannend, bleib dran hier, weil wir reden über das Balkonkraftwerkbuch von Holger Laudelei. Balkonkraftwerk, das ist doch dein Thema. Du bist Mr. Balkonkraftwerk, Namensgeber, Erfinder, Verbreiter. Und jetzt gibt es hier plötzlich, also verbreiten im Sinne von, du bringst es durch ganz Deutschland in die ganze Welt hoffentlich. Jetzt gibt es hier ein Buch, Balkonkraftwerk, aber da steht Stefan Tomik und genau. Ich, Holger. Stefan Tomik ist der Autor. Da ich ja viel zu faul bin, irgendwas zu schreiben, habe ich mir gedacht, Mensch, das kann doch jemand für mich machen, habe aber nie jemanden gefunden. Und auf einmal hat ein Stefan Tomik mich angerufen vor 2 Jahren und hat gesagt, Mensch, Herr Laudelei, ich hätte Bock, ich bin als Redakteur sowieso tätig, ich würde ganz gern ein Buch schreiben. Und ich sage, wer sind Sie überhaupt? Ich muss vielleicht mal von Ihnen was lesen, weil ich will so einen ganz bestimmten Stil, wenn wir schon ein Buch machen. Und er hat gesagt, ich könnte einen Reisebericht empfehlen, den ich geschrieben habe. Dann habe ich mir einen Reisebericht besorgt, bin angerufen. Alter, das ist genau der Stil, den ich will. Und ich sage, komm mal vorbei, ich stelle dir alle Unterlagen zur Verfügung, die ich habe. Und dann kannst du loslegen. Und dann nimmst du auch noch alles das mit rein, was jetzt noch rein muss, was jetzt im Moment natürlich noch nicht vielleicht up to date ist. Und dann haben wir das gemacht. Das hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Und es ist dann doch, ne? Ja, es ist schon irre. Und wie gesagt, der Verlag, der das verlegt hat, die Erstausgabe war ruckzuck vergriffen schon. Und wir haben, glaube ich, nur einmal vorgestellt bis jetzt. Das ist schon irre. Und ich sehe auch, das ist alles Wichtige drin. Ne? Wird erstmal bei Balkonkraftwerk allgemein erklärt. Hier steht in 15 Minuten, das ist natürlich top. Es ist auch jetzt kein super dickes Buch. Nö, kann also man sehr schnell durchlesen. Schön kompakt, ja. Aber trotzdem alles drin. Ersparnis, was erspart man, ne? Weil man ja Strom für sich selber erzeugt. Also praktisch ein toller Start in die persönliche Energiewende und allgemein. Eine gute Unterstützung für die Energiewende, Sicherheit, ganz wichtiges Thema, Recht, alles zum Thema Kauf, Montage, ganz wichtiges Thema. Wir haben übrigens da auch nochmal ein Video gemacht zum Thema Balkonkraftwerke hier auf dem Kanal. Schaut es euch auch unbedingt an, da geht es auch nochmal um Montagen und bestimmte Geschichten, 600 Watt, 800 Watt und so weiter. Wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber da haben wir nochmal ein extra Video gemacht. Endlich am Ziel, Service. Und das Schöne ist, da sind überall auch schöne Bilder drin. Das heißt also, alles immer nicht nur erklärt, ja, sondern auch immer noch schön mit Bildern so gezeigt, dass man das auch wirklich nachvollziehen kann. Was hier irre ist, der Stefan Tomik ist auch Praktiker. Dieses Buch ist geeignet jetzt für alle Leute, die in das Thema Balkonkraftwerk einsteigen wollen. Ja. Die nicht wissen, wie fange ich an, was will ich, wie muss ich. Und Stefan Tomik hat 75% hier Theorie gezeigt und hat auch gezeigt, wie man die verschiedenen Stromkreise anschließt, wie man sie bewertet, wie man das Balkonkraftwerk anschließt. All das hat er selbst ausprobiert und hat hier praktische Tipps gegeben, wie man es machen muss. Und 25% des Buches sind halt Montagehinweise. Und ich mag das Buch deshalb so gerne, weil es auch in einem Stil geschrieben ist, der jetzt nicht so stinklangweilig ist. Ja, also kein Fachgesimpelbuch, sondern wirklich praxisnah. Ja, genau. Und positiv, so dass man es versteht. Ja. Nicht zu tief, also alles Wichtige gesammelt und damit praktisch mit dem Buch kann ich perfekt in meine Energiewende einsteigen. Genau, ich hatte ihm ja, ich habe ja den Reisebericht von ihm gelesen, den er geschrieben hat. Ich sagte, du musst nur eins machen, du musst ihn so schreiben, meine Reise zu den Balkonkraftwerken. Genau so hat er es geschrieben. Und guck, ich habe auch Nachteile der Balkonkraftwerke. Natürlich. Also es wird nicht nur schön geredet. Nein, nein, sondern es wird wirklich informiert. Und das finde ich eben so gut, dass Stefan Tomik sich komplett darauf eingelassen hat, mit meinen Unterlagen und noch diversen anderen Quellen, hat er ein Buch erstellt, was optimal für die Einsteiger geeignet ist und was sich auch sehr schnell durchlesen lässt und wo unheimlich viel Fachwissen vermittelt wird auf einfache Art und Weise. Und das ist eigentlich wichtig, gerade bei Büchern. Wer liest denn heute noch? Guck mal, da hast du das Bild, wo wir hätten theoretisch 600 Balkone bauen dürfen. Oh, wow. War mit einem Netzbetreiber zusammen. Und dann wurde festgestellt, dass 95% vom Balkonkraftwerk in der Wohnung verbleiben. Hier. Und dann hat der Netzbetreiber das Projekt abgesagt. Ja, es war leider nur ein Haus, aber es hätten 600 Balkone werden sollen. Aber wie gesagt, der Netzbetreiber, der das hätte finanzieren sollen, hat dann abgesagt, das wollte er nicht. Also Balkonkraftwerke sind ja nach wie vor etwas, was das Geschäftsmodell von Energieversorgern und Netzbetreibern zerstört. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber
das beste Invest in diesem Land ist, eine Leitung einbuddeln und sie 60 Jahre liegen lassen und Strom in Bezugsrichtung geben, nämlich Netzentgelt. Ja. Da sind Renditen drauf, da würden wir beide echt von träumen. Das ist unfassbar. Und das ist eben Netzbetreiber. Und wenn es nicht in Bezugsrichtung weniger geht, dann hat der Netzbetreiber irgendwann mit seinem Geschäftsmodell ein Problem. Man muss aber dazu sagen, das ist ja, bei Kongrafec ist ja legal, kann man einfach. 600 sind legal. Ohne unkompliziert anmelden, genau. Sich selber installieren. Wir sitzen gerade in einem Balkonkraftwerk. Wir sitzen gerade in einem Wohnwagen, der ein Balkonkraftwerk ist. Dazu haben wir auch noch ein extra Video gemacht. Also ihr seht, so oder so lohnt es sich, hier dran zu bleiben. Und die ganzen Videos mit Holger im ganzen Tag, kompletten Dreh mit ganz vielen spannenden Themen hier. Okay, das heißt also, was würdest du empfehlen, wer noch gar nicht sich mit Balkonkraftwerken auseinandergesetzt hat? Erstmal das Buch hier, sich durchlesen. Dann ist man im Prinzip ein kleiner Experte dann schon. Dann ist man zumindest erstmal auf Spur. Ja. Es ist nichts für die Freaks. Wir haben ja im Balkonkraftwerkbereich sehr viele Freaks. Ja. Die auch gut technisch ausgebildet sind, die wirklich wissen, was sie da tun, die spricht das Buch überhaupt nicht an. Es sind jetzt die angesprochen, die nicht wissen, wo fangen wir denn an? Und wir haben das Buch hier auch, wir geben es unseren Kunden teilweise. Du kannst es eigentlich überall kaufen, bei allen gängigen Händlern ist das Buch gelistet. Mhm. Na, und wie gesagt, Stefan Thomig und der Verlag denken schon über eine zweite Auflage nach. Ja, und das finde ich einem gut, dass wir da mit dem Buch so einen Erfolg haben. Ich hätte es persönlich gar nicht gedacht. Mhm. Das wird ja wenig gelesen. Naja, aber vielleicht kommen wir mit dem Video noch so weit, dass eben mehr Leute das Buch lesen. Also, da, wenn ihr jetzt zuschaut und sagt so, ey, ich habe doch schon mein Balkonkraftwerk, ich bin doch da schon im Thema drin, ich kenne da schon alles, ich habe doch schon alle Videos von Holger geschaut, dann ist das vielleicht nicht das Buch für euch. Aber das ist natürlich dann perfekt, wenn man das mal Menschen, weil das merkt man wirklich, es sind ja alle interessiert. Das ist ja das Schöne. Dass wenn Menschen, die interessiert sind, ja, mein Nachbar auch, der kommt dann auf mich zu, der kriegt ja mit, dass ich da irgendwelche Sachen drehe rund um Balkonkraftwerke, irgendwelche Sachen aufstellen konnte. Er sagt, oh, ich habe ja auch mein Gartenhäuschen da, ne? Er hat irgendwo einen Garten draußen außerhalb von Berlin. Da hat er ja auch überlegt, ob er sich da so ein Balkonkraftwerk drauf baut. Und dann stellt er mir natürlich gleich die ganzen Fragen. Ich sage, warte mal, Moment mal, ich schicke dir mal ein paar Links für ein paar Videos. Ja? Aber dem könnte ich natürlich auch einfach das Buch in die Hand. Genau, das ist ein schönes Geschenk auch, wenn für Leute, die sich ein bisschen interessieren, weil das genau in die Richtung geht. Und es sind selbst für die Leute, die ein bisschen noch wissen wollen, vielleicht noch ein und zwei Tipps, gerade wie man die Belastungsfähigkeit von Versorgungsstromkreisen rausbekommt, ja, wie man rausbekommt, was hängt an dem Versorgungsstromkreis noch dran, all das hat Stefan Thomig hier sauberst aufgearbeitet und sehr verständlich erklärt. Also das ist schon ein bisschen tiefer, ne? Also man kann auch schon ein bisschen tiefer einsteigen, das ist jetzt nicht nur die absolute Oberfläche. Also das Buch ist quasi eine Hilfe zur Einstiegsdroge bei Balkonkraftwerk. Letztendlich ist es nichts anderes, ja. Also eine Anleitung, wie komme ich dahin. Ich finde es super, weil man findet eigentlich auf YouTube alles zu dem Thema, aber du musst dich halt schon durch sehr viele Videos durchklicken, weil dann sind mal hier Informationen drin, da. Ja. Da so was Gesammeltes, wo alles mal zusammengefasst auch ist. Auch viele Halbwahrheiten und auch ganz, ganz ehrlich gesagt viel Unsinn dabei. Das heißt, hier ist kein Unsinn drin? Da ist kein Unsinn drin. Das ist hier voll von dir genehmigt, ja? Alles. Ja, sonst hätte ich es nicht unterstützt. Na gut, dann würde ich mal sagen, schaut euch doch gerne mal das Buch an. Mache ich gerne ein bisschen Werbung, kostenlos, sozusagen für den lieben Holger. Und, nee, nicht für den Holger, für die Energiewende. Es ist für die Energiewende. Werbung ist mir gar nicht so wichtig. Nö, genau. Ich partizipiere da auch nicht von. Das ist mir egal. Wichtig ist, dass es vorangeht und dass die Leute mehr Wissen bekommen. Weil das ist dringend jetzt notwendig, weil der Wildwuchs der Balkonkraftwerke hat eingesetzt und jetzt muss Wissen in den Markt. Ganz, ganz dringend. Also, hier gibt es geballtes Wissen auf 126 Seiten. Geht schnell. Geht schnell, ne? Und es ist echt schön. Okay, schaut euch das gerne mal an, empfehlt es weiter, schenkt es weiter und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe nichts mehr. Ich bin sogar sozusagen mundtot jetzt. Da habe ich dich mundtot gemacht? Du quatscht mich die ganze Zeit was? Voll. Du mich? ich dich, du mich, so rum. So, Video ist jetzt vorbei. Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Video und tschüss. Oh Mann. Der war noch eben gut, den brauchten wir noch mal eben. Ja, sehr gut. Na gut, ja, kurz und schmerzlos.